Willkommen zu einem neuen Let's Cook mit dem lieben Echo. Und dem Tonno. Und dem Dave, wie ich meine, der Kamera. Servus. Denn vor der Kamera bringt es einfach nichts. So, heute machen wir etwas relativ Einfaches, etwas Schlichtes. Der Dave muss sich gerade richtig zusammenreißen, ich finde es super. Nein, wir machen heute einen Tortellini-Spinat-Lachsauflauf. Und da das Ganze relativ simpel und einfach ist und wir auch den Herd gar nicht brauchen, sondern nur den Ofen, machen wir alles komplett hier am Wohnzimmertisch. Und ich würde sagen, der Dave zeigt uns einfach mal, was für Zutaten wir brauchen. So, als Zutaten haben wir Tiefkühlblattspinat, den werden wir nachher noch abfringen. Wir haben natürlich Lachs dabei, geriebenen Gouda. Wir haben zweierlei Sorten von Tortellinis, einmal mit Fleisch, wie man sie kennt, und einmal mit Spinat Ricotta gefüllt. Wir haben frischen Basilikum, frische Petersilie, Creme Fraiche, Sahne, ein bisschen Milch kommt auch rein, Muskatnuss, Jodsalz und Pfeffer. Und das sind alle Zutaten, die wir brauchen für einen wunderbaren Tortellini-Spinat-Lachsauflauf. Und wir gehen jetzt an den Schnibbeltisch. Da sind wir nun in der Schnibbelecke. Die beiden werden sich um die Kräuter kümmern. Das heißt, der Dave wird den Basilikum kleinhacken, der Echo macht die Petersilie. Nebenbei wird der Echo auch noch den Spinat ausfüllen. Ich kümmere mich um den Lachs, dass er in mundgerechte Happen geschnitten wird. Und ansonsten würde ich sagen, legen wir jetzt einfach mal los. Jawohl. Und natürlich die Tortellini sind ja fertig. Kommen rein. Lortetinis? Na, die leider gerne ein bisschen aneinander pappen. Friere ich die mal auseinander. Ja, Echo, gibt viel Neues zu berichten, ne? Was? Dafür haben wir die News. Ja, zum einen, ne, wer es noch nicht weiß, wir drei sind im Fernsehen. Quasi. Naja, quasi. Ja, im neuen Fernsehen. Ja, also genau. In dem Fernsehen der neuen Medien. Fernsehen ist tot, es lebe das es Fernsehen. Es lebe YouTube. Ja. Und zwar machen wir jetzt eine Games News Sendung. Machen wir. Also, die lautet wie? Gamesonar. Nein. So heißt sie ganz bestimmt nicht, Echo. Gibt einfach bei Google ein Games on Air. Ja. On Air zusammengeschrieben. Da findet ihr dann auf jeden Fall mittlerweile schon 2 Folgen. Wir bringen alle 2 Wochen freitags eine neue Folge raus. Die neue Folge ist quasi jetzt noch in Arbeit. Ja. Die Themen stehen fest. Und ich sag dir jetzt schon mal, Dave, richtig klein hacken. Also ja, ich mache mit dem Messer nochmal ordentlich durch. Geh gleich nochmal durch, richtig. Da musst du richtig mal mit der Sense vorstellen. Und ansonsten nebenbei auf den Kanälen gibt es ja auch noch viel Aktuelles. Ich meine, du hast jetzt ein neues Spiel angefangen. Hab ich. Ja. Ja. Was ich noch nicht reingeguckt habe. Ja, ich auch noch nicht. Ich habe da auch noch nicht geschaut. Nee, ist ja auch nicht schlimm. Ist ja auch nicht jedermanns Sache. Es ist ein 90er Point and Click, möchte ich mal sagen. Also es ist kein Retro-Game, es ist ein neues Spiel. Aber im Stil der 90er wie Monkey Island und sonstiges. Es ist Pixel-Grafik, aber es ist ziemlich geil. Und ich habe auf der Fahrt hierhin, habe ich dem Dave schon gesagt, was ich da ziemlich cool dran finde, ist... Was? Warum bin ich denn nicht da? Weil wir keinen Lachs schon direkt hier drin verteilen. Was aber ziemlich cool ist, sind die Rätsel. Also die sind ziemlich schlau gemacht. Die sind nicht übermäßig schwer, sie sind aber auch nicht unbedingt leicht. Aber sie sind logisch. Also es ist jetzt nichts Unsinniges. Oder so, man weiß, wie man zur Lösung kommt. Finde ich ziemlich cool. Aber bleibt denn der Spaß, wenn es richtige Kopfnüsse sind? Schimpft sich. Hä? Wieso? Ich habe zum Beispiel bei Monkey Island und bei Simon the Sorcerer geliebt, wenn du um die Ecke denken musstest. Ja, es gibt da so, also die Folge ist noch gar nicht draußen. Ich weiß nicht, wann kommt das jetzt? Ja, im Laufe der Woche, also so genau weiß ich nicht. Ja, bis dahin ist die Folge schon draußen. Da ist eine Folge und zwar muss man rote Federn haben, um etwas zusammen zu brutzeln. Dafür muss man einen Vogel platzen lassen. Das ist ja was für Tonno, weißt du? Ich würde ihn einfach mit einem Strohhalm aufpusten. Ja, und dann... Und mit Kröten. Was? Und wenn man dieses Spiel spielt, dann denkt man sich, wie lasse ich denn diesen Vogel platzen? So, dann bekommt man halt den Hinweis durch laute Geräusche. Ja, wie macht das? Ein lautes Geräusch. So. Ich wüsste, wer hat jetzt ein Geräusch macht. Ja, aber du würdest die Luft dadurch verändern. Das ist nicht cool. Nein, nee, es ist schon wirklich, es ist ziemlich cool. Wer genaueres darüber wissen will, der kann sich ja mal die Games on Air Folge Nummer 2 anschauen. Vom 22.05., wenn ich mich richtig erinnere. Da stelle ich das Spiel vor. Ist auch, ich muss mal eben den. Und wenn ihr zu faul zum Googlen seid, gebt einfach mal
dem YouTube-Kanal Let's-Plays.de. Dort werden die Folgen immer ausgestrahlt. Ja. Nicht auf unseren Kanälen, nein, das machen wir für frei Haus. Ja. Machen wir für jemand anderen. Das ist, für den besten Chef der Welt. Wir wollen uns einfach mal ein bisschen kreativ ausleben. Und wenn es in die Hose geht, dann ist es halt Job. Richtig. Da muss der Micha damit leben. Es war vielleicht ein Fehler zu sagen, wir haben freie Hand. Ja. Man gibt Kinder ja auch keinen Flammenwerfer. Ist jetzt Dave als Kind bezeichnet. Siehst du, Micha, und deswegen haben wir den Echo unten im Keller verbracht. Warum gibt es da keine Flammenwerfer? Nein. Da gibt es nur Feuerlöscher. Richtig. Und Frauen, die ihre Autos suchen. Auch ihre pinken Autos. Auch mit Feuerlöscher kann man viele Sachen anstellen. Ja, da kenne ich ein paar Geschichten. Ja, gibt es bei euch denn auch irgendwas Neues? Was Interessantes? Ja, ich habe... Teso. In der Tat. Ich kenne Tesa. Ja. The Elder Scrolls Online. Das gibt es bei euch. Habe ich bisher nur beim ID. Ja, wir machen eine abwechselnde Playlist. Okay. Das heißt, die nächste Folge kommt bei mir raus. Wir bringen sie aber auch nur wöchentlich raus. So haben wir keinen großen Druck in Sachen Aufnehmen. Was ist Teso? Also ich habe schon mal gesehen, aber ich habe mich da noch nie irgendwie... The Elder Scrolls Online stellt dir Warcraft vor. World of Warcraft. Ja. Und schön. World of Warcraft noch nie gespielt, deswegen ich hab's gar gesehen. Im Grunde, ich meine, wer die Offline-Spiele, also Skyrim und Co. kennt, weiß ja, dass Bethesda großartige Geschichten erzählen sind. Und das verbinden sie quasi jetzt mit der Online-Spielwelt. Erzählt schon viel, wenn er Tag lang muss. Ich habe gesehen, es sieht ein bisschen realistisch aus. Ja, es ist. WoW ist ja mehr so Comics. Ja, das ist einiges realistischer gehalten. Sieht sehr schick aus. Ist vom Abo-Modell weg, deswegen haben wir quasi auch mit angefangen. Mhm. Weil vorher war auch monatliche Abo-Zahlung. Die ist jetzt komplett weg. Man kann zahlt also den Vollpreis einmal, wie bei Guild Wars zum Beispiel auch. Machen jetzt viele Spiele. Wildstar habe ich gelesen, macht das jetzt auch. Ich weiß nicht, kennt ihr Wildstar? Ich kenne den Namen, aber ich nicht. Das ist ein Spiel für Könner. Ich habe es auch mal gespielt. Dann kann es ja so schön nicht sein. Nee, weil es hat kein aber ich glaube, das ist bei Teso auch so. Man hat keinen Target-Lock wie bei WoW, dass du das Ziel auswählst und feuerst dann einfach, sondern es ist skillbasiert. Also du musst schon. Ja. Du musst dir die Fertigkeiten nach und nach antrainieren. Bei Wildstar ist es so, das nennt sich Telegrafen. Das heißt, du siehst auf dem Boden die Richtung, wo dein Schlag oder deine Fähigkeit hingeht. Und dann musst du halt dadurch musst du das Ganze timen. Fand ich ziemlich cool. Übrigens werde ich jetzt den letzten Lachs nicht zerstören. Was? Weil wenn du hier reinschaust, wir haben schon so viel Lachs hier drin. Achso, ich habe den noch. Ist der jetzt in Ordnung, frei? Sonst haben wir gleich... Lässt du den jetzt frei? Ich will den jetzt frei lassen, ja. Durch die Toilette. Ja. Nein, stimmt. Der wird eigentlich am späten Abend oder morgen mit der einfach mal in der Pfanne gebraten. Okay. Ist der da so recht, oder? Ich habe dich aber bei Teso unter. Genug oder wolltest du noch mehr haben? Du kannst noch ein bisschen mehr machen. Okay. Gibt's da eine Story? Ja, die Story fängt im Grunde so an, dass wir quasi in einem Gefängnis der Toten starten. Die sind tot. Also unsere Seelen sind quasi in diesem Gefängnis gefangen und werden von einer Frau befreit und dann zu einem Propheten gebracht, der sagt, dass wir da Auserwählte sind. Ja. Wie so viele Spieler eigentlich auch anfangen. Ne? Man hatte die große Aufgabe, die Welt zu retten. Muss ich sagen, finde ich für ein MMO ein bisschen bescheuert, weil da sind ja so viele Spieler und alle sind die Auserwählten. Deswegen machst du die erste Story, also genau diese, um den Propheten zu retten, machst du nämlich alleine, weil für mich nur du der Auserwählte bist. Ich glaube, es könnten auch wahrscheinlich bestimmt auch stellenweise im Spiel noch ein paar Szenarien kommen, wo du wirklich nur noch alleine drin bist. Ja, du alleine meistern musst. Aber es gibt jetzt quasi einen roter Faden, der sich durch das Spiel zieht, nicht so wie bei WoW, wo du viele kleine... Es gibt einen großen roten Faden, das ist richtig. Aber es gibt halt Unmengen an Nebenquests. Das Schöne vor allen Dingen in dem Spiel ist, es sind alle Dialoge vertont. Ja. Stellenweise auch mit großen Schauspielern, also direkt in der ersten Folge beim Eigi hört man zum Beispiel John Cleese. Deutsche Synchronstimme. Von? Von dem Darsteller, der in den Monty Python? Ja, Bond-Film. Der auch bei Q gespielt hat, bei Pierce Brosnan? Genau. Ah, okay. Den kenne ich. Ja. So, und wie gesagt, es sind sehr viele Synchronstimmen benutzt worden. Echt, oder?
Nee, du schneidest noch eine halbe Stunde. Das reicht, das reicht. Ja. Muss ja nicht alles benutzen. Wenn du klein genug hast, kannst du hier reinpacken. Ich glaube, ich hätte überlassen. Ja, ich, also ich mag das, wenn Petersilie so ein bisschen größer ist. Ich weiß nicht, ich wollte so ein kleines Geflügel sagen. Du kannst hier ruhig noch ein bisschen feiner hacken. Du kannst hier mal ein bisschen mehr Mühe geben, Echo. Ehrlich, Echo. Du bist hier nicht zu Hause. Ja, da machen wir Staub daraus. Ah, im Auge. Das ist was anderes. Yeah. Ich mach halt nur feiner. Ich glaube, die mit der Brille hat es kaum sein. Übrigens, wer es noch nicht weiß, seit geraumer Zeit läuft noch Creativerse. Ja, in der Tat. Ja, Creativerse. Um das nicht zu verlassen. Da habe ich schon ein paar Folgen auf dem Kasten. Boah, weißt du, der hat schon bis nächstes Jahr hochgeladen, so nach dem Motto. Ich habe nur 17 Folgen. Boah. Wie fährst du? Ich glaube 6. Was? Ja gut, die meisten Folgen sind ja mit Dave und mir, wie wir quasi die Hauptfeste zu Ende bauen. Sie muss ja nochmal neu gebaut werden quasi. Ja, da es ja da keine Folgenrichtlinie gibt, wir machen das ja so, wenn sich zwei Leute treffen, dann nehmen die halt auf. Ja. Das heißt, solltet ihr die anderen Kanäle auch schauen, dann werdet ihr teilweise ein wenig gespoilert. Ist aber nicht schlimm. So sieht man wenigstens, wie die anderen es gebaut haben. Ja, so sieht man auch andere Sachen, weil bei mir, ich hatte leider ein bisschen Soundprobleme bei den ersten 4 Folgen. Da war ich dann nicht dabei. Er hat dich aber immer freundlich begrüßt, Herr Gott. Ja, fand ich super. Ich hätte einen Löffel holen sollen. Der Krebs schweigert sich. Ja. Achso, darf ich da reinhauen, ne? Ja. Der freche Krähen. Ja, Creativerse ist so eine Art Minecraft. Nur in schön. Wir haben heute viele Spiele, die einfach so sind wie andere Spiele, nur in schön. Ja. Das ist das Einfachste, um zu schreiben. Ja. Das ist wie Echo. Ich bin wie die zwei nur schön. Na, nicht wirklich. Ja. Aber wir haben mehr Haken. Ist egal. Ja, egal. Im Gesicht, ist, ja. Egal ist 88. Na, im Gesicht weiß ich nicht. Also, du hast ja auch, du hast dich halt nicht rasiert. Ich rasiere mich grundsätzlich. Ein Schluck von der Limo. Du schüttelst dich nur, ne? Nein, ich schreibe mir einfach mit einem Flanellhandtuch durchs Gesicht. Nee, ich rasiere mich nicht, weil habe ich einfach keinen Bock mehr zu, mich da hinzustellen und dann so. Hm? Und Trockenrasierer vertrage ich nicht so, also gehe ich einfach hin mit der Haarschneidemaschine, mache das alles kurz und fertig. Ja? Einfach mal so. Und schon ist der Tag dein Freund. Mhm. Möchtest du ein wenig Petersilienstrunk in deinem In meine Limo. In deine, das ist Limo. Limo. Ja. Weil möchtest du? Nein, danke. Absolut. Warum nicht? Das ist schon in Ordnung. Möchtest du ein bisschen Petersilie in dein Creme fraiche? Ich möchte gerne die Petersilie da rein haben. Da rein. Ich sehe deinen Finger, ich sehe deinen Finger. Das heißt aber nicht, dass du nicht schnürst. So, das kannst du auch mal ruhig ein bisschen schöner machen. Ich verrücke jetzt die Creme fraiche in der Sahne und der Milch mit den Kräutern. Aber hast du dafür nicht einen Schneebesen hier? Ich wollte den Löffel erstmal ein bisschen sauber kriegen, so. Deswegen rühre ich damit rum. Nimm dies. Und jenes. Übler Schoko. Ich wollte das mit dem Messer machen. Und mit dem Messer ja, niemals toll, mit der Klinge. Jetzt reibt der es mir doch. Hallo, hast du mal gesehen, wie das aussieht? Ja, total grün. Ja. Da kannst du ist gut. Eine Backsteinwand die Fugen drauf kratzen. Das hat ja zwei Spitzen. Ja, hallo. Wenn man darfst du raten, wo du die eine Spitze gelandet ist. Auf dessen Platz sitzt du jetzt? Ein Klingon. Ja, dann hätten wir die Neuigkeiten auf den Kanälen. Was? Die Neuigkeiten auf den Kanälen auch schon. Aufgabe, Tono, sag ich. Ja. Echo. Ja. Wieso muss ich denn hier die Matscherei machen? So. Weil du außerhalb kommst. Ja. Du bist der Auswärtige. Ich bin der Auserwählte. Ja, komm. Ist okay. Nein, du bist nicht Neo. Nee, ich bin auch nicht so. Neo ist nicht so mein Ding. Nur mehr so. Das machst du sehr schön, Tony. Agent Smith. Wollte ich mal gesagt haben. Das ist schön, dass du das mal lobst. Ja, damit ich dir das mal lobe. Ja, man muss dich ja mal zu loben. Andere machen das ja nicht. Boah, Echo!
Boah, Echo! Super Echo, was war das denn? Alles herrlich. Ah, ich gehe da mal Zebra holen. Ah, Kerl in die Kiste, wir haben Slime auf der Kamera. Und gleich nochmal in Zeitlupe. Sehr schön. Den nutzen wir nicht mehr. Das war eine dumme Idee. Nimm ihn einfach in die Hand und pack ihn ins Handtuch rein. Nein, wollte ich nicht. Jetzt musst du da. Ich wollte ihn schön da drin einwickeln. Aber das ging nicht. Zum Glück war das nicht der Lachs. Der Lachs. Was findest du nicht? Zebra. Kannst dich nicht sauber machen. Komm, wo ist jetzt so? Weiter. Egal. Das ist nur Wasser. Ist ja nur den Tonno seine Bube, ne? Ist, so nach dem Motto. Ist nur Wasser. Der Tonno findet das gleich und dann ist gut. Hat ja, Liter haben wir jetzt hier ungefähr. Ich gucke mal. Halber Liter. Wir machen das. Ja, ein Jutten halber Liter Flüssigkeit. Das passt eigentlich auf die Menge. Denke ich mal. Und nehmen den Hosenspinat. Das hast du sehr schön gemacht. Hoffentlich machst du es wirklich in Zeitlupe. Das muss so richtig gezeigt werden. Sehr, sehr verdeckt. Ja. Ist erst verdeckt. Man sieht nur das dumme Gesicht, wie ich daherkommt. So. Ja. Vielleicht kriegen wir das ja dann auch. Man sieht jetzt, wie wunderschön der Saft daraus ist. Oh. Das klingt komisch, wenn du das so sagst. Was machst du da? Zeigen, damit, also, damit da die Kamera das auch drauf hat. Wie du das so schön. Echo war früher Saftpresse. Ja. Du solltest mich mal reinmachen. Mit takten Füßen. Hobbitfüßen. Ja. Nee, er macht meinen ganzen Körper. Also, ich hab grad dieses eklige Bild von dem Typen, diesen Spargeltatze, der sich zu Hause auf dem Tisch legt, die Spaghetti und die Soße Bolognese auf die verteilt, weil er die dicke Freude da rauskommt. Ich habe eine Überraschung für dich. Und die isst dann die Spaghetti Bolognese von seinem nackten Oberkörper. Was kennst du für Videos? Ich weiß nicht, ob das bei. Ich hab's auf YouTube gesehen. Ich glaube, entweder Schwiegertochter gesucht oder irgendwie so ein scheiß Assi-Sendung. Naja. Genauso wie der Typ, der schon seit 30 Jahren puzzelt, ne? Und 5 Puzzle hat er. Der war so ein bisschen der Oberkörper. Ja, meine Leidenschaft ist ich ja das Puzzle. Ich sammle Puzzle. Wie viel hast du denn? Ja, 5. Oder 5 oder 3. Doch 3 kommt aber eher hin. Er ist schon seit 30 Jahren dabei. Super. Ich frag mich ehrlich, wo kriegt RTL solche Leute her? Ich glaube, das ist auch viel geskriptet. Ja. Ich meine, manche machen ja ewig mit. Ich glaube, die wollen gar keine Olle kennenlernen oder so. Die wollen einfach nur berühmt werden. So, ja, gut. Ja, wie der bekloppte Bauer da, ne? Genau so finde ich ja. Meine Frau sieht das ja auch mal rein. Da gibt's, kennt ihr Schnappi? Den Typ mit der Schnappatmung? Ach so, nee. Ich kenne nur Schnittschnappi. Ja, hätte ich jetzt auch nicht dran. Nee, ich nenne ihn mal Schnappi. Der ist, der macht mich. So, ich pack die schon mal weg. Der Dave kann ihm gleich die Tortellini gleich hinreißen. Was? Achso, dem Echo? Dann kann der Echo nämlich gleich den Spinat schön in die Tortellini verteilen. Ah, natürlich doch. Kommst du? Schaffst du es alleine? Kannst du? Das kann sich noch ein bisschen hinziehen, weil du den nicht wirklich trocken kriegst. Ich kann ja ein neues Handtuch. Echt? Viel Wasser. Nee, es geht ja nicht um das Handtuch. Das Handtuch soll das ja nicht aufsaugen. Aber da ist halt viel Wasser drin. Ja, wenn der den ja gerade erst aus der Tiefkühlfach rausgeholt hat. Ich meine, die Hälfte vom Wasser habe ich in der Hose. Und die ist auch gut. Ja. Glaub, hey, lieber in der Hose als wie im Kopf. Ja. Ja. Das hätte schlimmer sein können. Er hätte schon runterfallen, also ganz runter. Ich hab ihn dann aufgefangen mit meiner Hose. Ja, das war total Reaktion. Das musst du erstmal nachmachen. Möchte ich das? Nein. Weiß ich nicht. Nee. Auf jede Aktion folgt eine Reaktion. Ursache und Wirkung. Ja. Machst du Scheiße, wirst du bestraft. Ja. Aber ist dir mal aufgefallen, lieber Echo? Aber gibt's da irgendwie einen Trick bei oder sowas anderes? Ja, er muss nicht komplett trocken sein. Aber der größte Wasser muss raus sein. Jetzt musst du nur noch zerpflücken und schön verteilen. Ja. Nö, danke. Das ist ein Eis. Ja. Zu lecker. Waldmeister. Es war mal ein Eis. Schnapp mal bitte lang der Linie. Nimm die Finger weg. Dann machen wir mal die Zupf. Aber Echo, ist dir mal aufgefallen, wie der gute Tonno immer wieder uns dazu missbraucht, seine Videos länger zu machen? Wieso? Ich kann nichts für eure Unvermögen. Irgendwie schneidet der Messer. Ich bin jetzt zweimal lang gegangen. Geht auch. Wie meinst du das denn? Ich du bist mit der Fläche gegangen, nicht mit der Spitze. Geht auch, so weit nicht.
Erzähl doch sowas. Und wieder einmal. Einmal mit Profis arbeiten. Das sind doch Profis. Genau. Kann ich auf Knopf drücken. Ja. Na gut, war ja auch erst am fünften Take drin, die Scheiße. Genau. So wie die Vorstellung der Zutaten eben. Ja. Und hat der war dann dritten Teil. Hat der verkackt. Das stimmt nicht. Wenn du die Reihenfolge nicht richtig einhältst. Der hat halt die Kamera nicht richtig gefühlt. Weil der hat den Paprika mit Pfeffer ausgetauscht. Würdest du mir auch das Brätchen mal reichen? Echo, würdest du mir mal den Gefallen tun und hier reinfallen? Ich glaube, da tust du deiner nee. Frau deiner Frau. Zieh das nicht in die Länge. Ja, ist ja gut. Nach dem Essen. Okay. Hauptsache, kriegst du noch dein Essen mit, ne? Ja. Ja, das muss ja wenigstens der Weg gelohnt haben. Du würdest mir noch mal das Messer reichen? Aber selbstverfreilich. Ja. Schnippel das einfach mal ein bisschen. Halt mal meine Limo fest. Dann geht der Ganze vielleicht ein bisschen schneller. Na, ich denke nicht. Nee, da hat ja auch noch so scharfe Messer hin. Das ist ein bisschen viel Spinat, oder? Er hat das, aber du, es er hat es geschärft, hat er gesagt. Wenn du dich zurückerinnerst. An einem Radiergummi oder was? Weiß ich nicht, frage ihn doch. Es ist viel Spinat, das ist richtig. Hm? Es soll auch in der Regel ein bisschen mehr Spinat als Lachs da sein. Okay. Ja. Ich bin ja mal gleich wieder echt gespannt, weil in der Regel esse ich eigentlich keinen Lachs. Aber ich habe hier gemerkt, ich habe beim Eltern gemerkt, selbst Sachen, die ich nicht esse, habe ich hier gegessen und ich fand sie lecker. Was war es denn noch alles? Wir hatten Spargel. Spargel war ich total der Feind gegen. Also Bohnen. Grüner Spargel habe ich aber. Bohnen. Ja, weil ich erst Chili bei dir angefangen habe zu essen. Boah. Speck war auch ganz großer Feind von dir. Ja, natürlich, haben wir gesehen. Oh, etwas Speck. Nein, natürlich. Ich weiß, der Echo hätte es gerne nochmal. Der Echo hätte gerne nochmal gehabt. Aber Echo, du bist da nicht alleine. Ich hätte auch gerne nochmal Gambo. Was ich schon mal sagen kann, ich werde nächste Woche wieder zwei große Töpfe Chili con Carne machen. Ja, FIFA-Abend, yay! Schau mal einer an. Was ist denn das passiert? Ja, das haben wir jetzt mit dem Essen drin. Aber diese Chili-Gurkane wird nicht aufgenommen. Nein, nee, der Stift ist noch drin. Haben wir ja aufgenommen. Ja. Ihr dürft euch ruhig ein bisschen beteiligen, dann dauert das vielleicht nicht so lange. Ich wollte jetzt nicht so über die Schwierigkeiten. Wir sehen dir da so gerne bei zu, hör mal, das machst du so schön, Echo. Tu was. Ich bin ja schon dabei. Wenn er mir nicht das Messer so in Richtung Hand hält, könnte ich das ja tun. Wir friemeln ein bisschen am Spinat herum. Wobei ich auch sagen muss, Blattspinat ist auch sehr geiles Gemüse. Ja. So geil findest du immer, finde ich. Also da muss ich ja sagen, so, man bekommt ja in den einschlägigen Pizzerien. Einschlägigen? Wie ist die Mehrzahl von Pizzerias? Pizzerien. Pizzerien klingt ein bisschen doof, oder? Genau, wie Lexikas doof klingt. Man kann auf jeden Fall, wenn man den Typ anruft, der immer die Pizza bringt, ja. Ne, da kann man meistens Kartoffelauflauf mit Brokkoli oder mit Spinat bestellen. Und Sauce Hollandaise. Das ist ziemlich geil. Ja, also, aber auch auf der Pizza, muss ich ja sagen. Ja. Ja, du bestellst ja immer mit Sauce Ich habe meine Frau jetzt dazu bekommen, und die bestellst du ja auch des Öfteren, Pizza, Spaghetti, Bolognese. Dann habe ich da auch noch was zu meckern. Da war nämlich auch nichts, du blauem August. Kennt ihr das? Was nochmal bitte? Pizza, Spaghetti, Bolognese. Hast ja, aber mit erzählt? Der richtigen, mit der Spaghetti. Beim Homesteak, ja. Glaube ich sogar. Also, haben wir das schon mal? Ich könnte das mal wieder erzählen, weil das schmeckt echt geil. Könnten wir ja auch mal machen. Nein. Let's go. Pizza, Spaghetti, Bolognese. Ja. Ich meine, mir wurde ja auch schon vorgeschlagen, ich sollte doch mal eine Lauchsuppe machen. Oh, eine Lauch. Eine Käselauch. Käselauchsuppe, ja. Da ist der Dave ja eigentlich nur für eine Portion zu haben, weil der Dave hat dann eine leichte Intoleranz der Laktose entgegen. Ja, genau. Eine leichte Laktoseintoleranz. Ja, wie gut, dass hier Milch und Sahne drin ist. Das geht aber. Wenn da noch so andere Zutaten mit. Ja, für dich geht das. Für die Leute um dich herum nicht. Ja. Ja, auf jeden Fall, der Dave hat jetzt schon die Käse-Lauch-Hackfleischsuppe probieren können. Ja, die war sehr lecker. Nur gesagt, ich konnte halt nicht sehr viel davon essen. Es wurde auf jeden Fall gesagt, ich könnte die doch auch mal machen. Also ist schnell gemacht, ist keine große Arbeit. Ja, man muss das Ganze ja nicht einfach halten. Man kann ja auch mal gucken, ob es irgendwie eine spezielle Variante gibt. Ein bisschen erstmal die Soße. Ne? Erste Soße. Den Pfiff dazu geben. Kommst du ansonsten? Das sieht, wie du das immer machst. Das gleitet dir so richtig schön vom Handgelenk. So, habe ich jetzt genug dich gelobt für heute? Ich bin sogar der Meinung, es ist ein bisschen wenig, ne? Ach was.
Ja, schütten kann der Tonne ja. Gut. Aber normalerweise ist da Bier drin und dann... Hol einfach die Milch her oder nee, Hau ich habe auch direkt noch Sahne im Kühlschrank. Ich habe vorhin aber mehr Sahne geholt. Das ist sehr schlau von dir. Ja, also gib Gas. Dann kannst du den Rest da mit Petersilie und so zusammenkramen. Und ich gehe mir mal eben über die Hose reiben. Ja, kann doch nicht sein. Ihr könnt mich doch hier nicht alleine lassen. Das ist nicht professionell, doch. Mensch. Sei mal kurz Alleinunterhalter. Okay, ich bin Alleinunterhalter. Wenn ihr dem Tonno jetzt nicht sofort 500 Klicks gibt, schneide ich mir die Pulsadern auf. Ja gut, das war's mit dem Ding. Tonno freut sich, Tonno hat deine Kamera. Richtig vererbt. Solange meine Frau nichts dagegen hat. Die ist froh, wenn sie was zu essen kriegen. Ja, genau. So, ich bin ja gespannt, ob es jetzt nachher an Flüssigkeit reicht. Ah, ich denke. Schau mal, einer guckt. Zebra. Ja, ich hab's. Ja, aufgefüllt. Zebra, möchtest du den Spinat auf? Zebra, bitte. Because I can. Achso, ja gut, das macht Sinn. I can, I can. Jetzt guck, das ist ein Schöpfer. Schöpfer, das gut. So, stehe ich denn da drauf? Jetzt ist ja noch Kevin auf und ausrutscht. Was liegt da hier? Nun kommt der Käse. Scheiße. Von der Holländer. Warum sollen wir uns das mit schwer machen? Wir hauen einfach drüber und dann. Also wenn euch das Rezept schon nicht gefällt, ja, gibt ja Leute wie Dave, die mögen halt keinen Lack, dann gibt mal wenigstens einen Daumen hoch für den Fail mit dem Spinat. So, und da ich ja ein Freund von Käse bin. Ja, Käse sowieso. Dann hauen wir noch eine Tüte drüber. Wo wir gerade von Laktose gesprochen haben. Ja, das ist egal. Käse geht immer. Ja, Käse geht. Das ist genauso wie Nachtisch. Oh, es geht immer. Ja. Boah, ich bin so satt. Ja, Eis geht immer. Bei Nachtisch fällt mir ein, meine Frau hat immer so ein Talent. Ne? Die kommt nach Hause, bringt dann irgendwie was zu essen mit oder macht was zu essen. Lässt mich dann fressen ohne Ende. Und wenn ich dann fertig bin, dann holt sie die leckeren Sachen raus. Nach dem sechsten oder siebten Teller. Ja, ich habe auch noch Nachtisch. Das macht die extra. Ja, das liegt aber in dem weiblichen Gen. Ja, oh, mag sie nicht mehr? Ja, dann shoppen. Dann nehme ich mir noch ein Stück Kuchen. Die einen mögen vielleicht nicht so viel Käse, aber ich glaube, die sind alle für muss, Käse. Das muss käsevoll sein. Käse ist großartig. So. Ich habe leider irgendwie, ich bin nicht mehr so ganz... Ja, du bist ja auch in dem Alter, wo man nicht mehr so trocken ist. Ne? Es tut mir leid, ich habe mal... So, jetzt könnt ihr euch das nochmal ganz sicher anschauen. Das ist jetzt der Auflauf. Der kommt in den Ofen. Der Ofen ist 180 Grad vorgeheizt während der ganzen Schnibbelarbeit. Ja. Das könntest du ruhig auffüllen. Der vorheizt? Ja, wieder vorheizt. Okay, beim nächsten Mal mit zwei Kameras. Und der kommt so eine gute halbe Stunde rein und wir sehen uns dann gleich wieder. So, der Auflauf ist ja nun endlich fertig. Er ist nicht ganz goldbraun geworden. Ihr könnt dann am besten die Grillfunktion ein bisschen früher machen. So 20 Minuten Ofen, dann 10 Minuten mal die Grillfläche voll draufhauen. Wir lassen es uns jetzt erstmal schmecken. Ich habe vorsichtig aber nochmal Salz und Pfeffer am Tisch hingestellt. Denn Salz und Pfeffer am Tisch hinzustellen ist keine Schande. Das hat er jetzt zum fünften Mal gesagt. Was denn mit dem